Hi, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr aus dem Videotitel schon erkennen konntet, geht es heute wieder ans Aussortieren. Der Sommer ist vorbei. Während ich das sage, ist der Sommer aber eigentlich noch nicht wirklich vorbei. Es ist auch ziemlich warm und ich muss diesen Cardigan ausziehen. Der Herbst lässt noch so ein bisschen auf sich warten, aber ich bin schon total in Herbststimmung und ich habe schon nach dem Wetterbericht für die nächste Woche geguckt und nächste Woche soll es dann endlich Herbst werden. Versteht mich nicht falsch, ich mag alle Jahreszeiten. Ich habe es jetzt auch sehr genossen, dass der Sommer noch so lange ging, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte. Ja, aber ich habe mir jetzt schon einen Chai Latte gemacht, der ist sehr, sehr heiß. Und damit zelebriere ich jetzt den Herbstbeginn. Und wie jedes Jahr, wenn die Jahreszeiten sich ändern, also meistens mache ich das zum Frühling und zum Herbst hin, sortiere ich einmal alles komplett durch. Vor ein paar Monaten habe ich ja das letzte Mal so ein richtig großes Aussortieren gemacht, wo ich wirklich unsere komplette Wohnung in allen Bereichen aussortiert habe. Und ich war mit dem Endergebnis sehr, sehr zufrieden und hatte endlich so diesen Punkt jetzt hier in der Wohnung erreicht, wo ich sagen konnte, ja, jetzt haben wir eine vernünftige Menge an Sachen, also da ist nichts Unnötiges, es liegt nicht mehr so viel rum und ich war einfach super zufrieden. Aber natürlich sammelt sich über die Zeit immer noch ein bisschen was an, man kauft ja auch Dinge dazu oder kriegt was geschenkt, was vielleicht dann am Ende doch nicht so reinpasst oder was man doch nicht so nutzt. Und gerade im Kleiderschrank habe ich auch einige Sachen gekauft oder auch durch Kooperationen bekommen, die ich jetzt doch nicht so viel getragen habe, oder es gibt auch ein paar Sachen, die mir nicht mehr passen, aber das gucken wir uns gleich in Ruhe an. Ich werde jetzt die ganzen Klamotten aus der Kommode rausholen. Also da sind meine Sommersachen und unter dem Bett in einem Koffer habe ich dann noch meine Wintersachen. Das werden wir also alles zusammen durchgehen und die restliche Wohnung werde ich eventuell auch noch filmen in einem separaten Video. Also das wird dann einfach ein Video für alle Bereiche, falls sich das lohnt. Ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt so viel ist, dass es sich lohnt, es zu filmen. Aber Kleiderschrank lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, heute wird einiges rausfliegen. Mein viel zu heißen Chai Latte kann ich jetzt noch nicht trinken, deswegen kommt er erstmal weg. Und dann fangen wir an. Ich habe ja in meinem Schrank hier zum Glück alles schön sortiert, sodass ich das schon mal jetzt nicht mehr in Kategorien sortieren muss. Ich habe auch vor, jetzt für den Herbst wieder eine Capsule Wardrobe zu machen. Also ich hatte ja dieses Jahr sowieso meinen Kleiderschrank schon so in Sommer- und Winterkleidung unterteilt, dass ich nicht mehr alles in der Kommode drin habe, weil ich einfach zu viele Klamotten habe inzwischen. Also es ist jetzt immer noch nicht extrem viel, aber auf jeden Fall viel mehr als die letzten Jahre. Also einiges mehr. Vor allem Kleider habe ich dieses Jahr viele gekauft. Und irgendwie ist das für mich so ein Dilemma. Also ich lebe weiter nach meiner Definition minimalistisch. Also ich habe nur die Dinge, die mir halt wirklich Freude machen und ich versuche auch nicht exzessiv viel zu haben, also auch wenn mir viele Dinge Freude machen, dass ich halt nicht viel zu viel habe, was ich gar nicht brauche. Und bei den Kleidern, muss ich sagen, bin ich jetzt so ein bisschen an so einem Grenzpunkt. Also die Kleider, die ich habe, die mag ich alle sehr gerne, die passen mir gut, ich finde die schön und die machen mir Freude, aber es ist schon ein bisschen zu viel. Die zu besitzen stört mich auch gar nicht so sehr, also es nimmt halt jetzt auch nicht so viel Platz weg. Also ich habe immer noch pro Saison halt einfach nur die Kommode, wo die Sachen drin sind. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass es halt immer so diese zwei, drei Lieblingsteile gibt und der Rest wird dann nicht so wirklich angezogen. Aber irgendwie möchte ich mich auch nicht trennen, weil ich die Sachen halt trotzdem total schön finde. Ja, aber irgendwie greife ich immer wieder zu den gleichen Teilen, deswegen muss ich da nochmal kritisch drüber gucken. Also ich benutze hauptsächlich eigentlich nur die obere Schublade für meine Kleidung. In der unteren sind Sachen, die ich nicht so oft trage. Wie jetzt für den Sommer hatte ich hier zum Beispiel ein paar Cardigans drin, die ich halt einfach nur in den kälteren Tagen angehabt habe. Und außerdem sind in der unteren Schublade auch meine Unterwäsche, Badesachen und Sport- und Schlafsachen. Also ich habe so ein, zwei Schlafanzüge und dann halt so alle möglichen Sportshirts, Sport-BHs und ein paar Leggings, die ich nur zum Sport trage. Jetzt hole ich noch den Koffer raus. Ich muss aber auch sagen, dass mir Kleidung in den letzten Monaten auch echt viel Spaß gemacht hat, da auch einfach wieder ein bisschen mehr zu kombinieren, mir mehr Mühe zu geben mit meinen Outfits und auch mal wieder ein bisschen mehr Schmuck anzuziehen und so. Das hatte ich eine lange Zeit eigentlich gar nicht mehr gemacht. Und Secondhand-Shopping hat auch sehr viel Spaß gemacht. Oh, das Kleid hier habe ich euch zum Beispiel noch gar nicht gezeigt. Das habe ich auch auf dem Flohmarkt gekauft. So ein Kordlatz-Kleid. So, das habe ich ja schon richtig lange gesucht. Hat einfach nur 2 Euro gekostet. So, in diesem Koffer sind die Sachen, die ich echt nur so voll im Winter anziehe. Ich bin ja so total temperaturempfindlich, deswegen trage ich Jeans echt nur im tiefsten Winter. Ansonsten ist mir einfach viel zu warm.
Das gleiche gilt auch für die meisten Pullover, deswegen sind die hier drin. Hier sind außerdem meine Mützen und Schals. Okay, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Es sah nach mehr aus, weil es einfach so dick und hochgestapelt war. Hier sind einfach ein paar Teile, die ich komplett vergessen habe über die letzten Monate, dass ich die überhaupt besitze. Ich finde, das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man die Dinge nicht behalten sollte. Ich habe hier außerdem auch noch ein paar Kleidungsstücke, die ich schon aussortiert habe, die ich aber irgendwie noch nicht auf Vinted gestellt habe, weil ich irgendwie keinen Bock hatte. Okay, schauen wir uns das Ganze einmal im Überblick an. Also das hier sind alle meine Klamotten. Das hier ist die Grenze zu Sommer- und Winterkleidung. Also man sieht, ich habe sehr viel mehr Sommer- als Winterkleidung, wobei sich da aber auch viel überschneidet. Also die Sommerteile ziehe ich eher dann auch im Winter an. Es sieht jetzt gerade ein bisschen chaotisch aus. Hier sind Hosen und Unterteile, also Röcke. Dann haben wir hier Kleider, Kleider, Kleider. Hier sind meine Tops, da ebenfalls. Und dann noch so ein paar Blusen, Hemden, Cardigans. Hier hinten, dieser Bereich, das sind meine Sportsachen und daneben auch noch so die Schlafsachen. Also das habe ich alles auf einen Haufen gemacht. Hier drüben haben wir meine Jeanshosen auf einem großen Stapel. Dann hier Winterleggings, also dickere Leggings. Das hier sind T-Shirts, Mützen und mein Schal. Eine Wintersportjacke, dann hier die Sachen, die ich schon aussortiert habe. Noch ein Kleid und hier sind meine Pullover. Das ist der Cardigan, den ich gerade eben anhatte. Und das hier sind dann noch Klamotten, die jetzt gerade in der Wäsche waren. Wollte ich der Vollständigkeit halber einfach nur noch dazu nehmen. Da habe ich einfach nur so eine Schlafhose, ein Schlafshirt. Ich habe gerade erst Wäsche gewaschen, extra für dieses Video, deswegen ist hier nicht viel. Eine Sporthose, Sport-BH, noch eine Sporthose. Dieses Top behalte ich auch auf jeden Fall, also die Sachen behalte ich alle auf jeden Fall. Dann hier Top und BH von Organic Basics. Das Top habe ich euch ja letztens erst in einem Video gezeigt und ich liebe das, ich habe das ständig an. Und dieses Top hier habe ich selbst genäht, das ist aber tatsächlich noch nicht fertig. Aber da reden wir gleich noch drüber. Bevor ich jetzt starte, möchte ich mir erstmal so eine Intention oder ein Ziel setzen. Ich habe da vor allem zwei Punkte, die mir wichtig sind. Und zwar erstens stand ich ja in letzter Zeit häufig vor meiner Kommode und wusste morgens einfach nicht, was ich anziehen soll. Im Speziellen hatte ich vor allem dieses Kleid hier, was ich einfach nur jeden Tag tragen wollte. Aber natürlich war das oft auch in der Wäsche und dann konnte ich das nicht anziehen. Und auf die anderen Sachen hatte ich dann aber nicht so wirklich Lust. Und für viele hat auch einfach das Wetter nicht so richtig gepasst. Deswegen ist ein Ziel auf jeden Fall, dass ich den Kleiderschrank so zusammenstellen möchte, dass ich mehr davon anziehe und nicht nur zwei, drei Teile. Und da ist halt die Frage, wieso ziehe ich die anderen Teile nicht an? Passen die mir nicht richtig? Sind die unbequem? Oder fühle ich mich da drin nicht wohl? Und falls es so ist, dann kommen die auf jeden Fall weg. Und der zweite Punkt ist das, was ich jetzt gerade mit dem Top schon leicht angesprochen habe, und zwar das Nähen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass Nähen mir aktuell super viel Freude macht und ich habe jetzt mit diesem Top so meine ersten Projekte gemacht. Ich habe das auch gefilmt. Das Nähvideo kommt auch auf jeden Fall in nächster Zeit, aber ich muss da wie gesagt noch was dran ändern. Und ich möchte jetzt in den nächsten Monaten auf jeden Fall auch noch mehr nähen und auch so ein bisschen vielleicht ausgefallenere Sachen. Und vor allem halt Kleidung, die mir einfach perfekt passt, wo ich nichts irgendwie dran zu meckern habe, wo nichts zieht oder zu locker ist oder irgendwie sich komisch anfühlt. Und dafür brauche ich dann natürlich auch ein bisschen Platz. Ja, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich ein paar Teile, die ich schon habe, opfern, um einfach Platz zu schaffen für selbstgemachte Sachen. Aber ich denke, das wird cool und es macht mir auf jeden Fall sehr viel Freude. Und für mich ist Mode auf jeden Fall auch etwas, was einfach Spaß machen soll. Ah, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange mit den wie immer einfachsten Sachen an, meine Sportsachen. Da weiß ich einfach, was mir gefällt und was mir gut passt. Ich denke, wir fangen einfach an. Wenn ich dann erstmal im Flow bin, dann geht alles schon viel einfacher. Sport-BH bleibt auf jeden Fall. Der passt einfach perfekt. Ich habe auch sowieso schon eher ein bisschen zu wenig Sport-BHs, da ich jetzt so viel Sport mache. Die behalte ich alle. Diese Shorts hier behalte ich auch auf jeden Fall. Bei dieser Shorts bin ich mir nicht sicher. Ich liebe diese Shorts und ich liebe vor allem auch total die Farbe. Aber leider ist sie etwas dicker als die andere. Also ich habe die gleiche Shorts dreimal in drei verschiedenen Farben und diese helle Farbe ist dicker. Ich denke mal, damit die halt nicht durchsichtig ist. Und dadurch ist sie aber leider ein bisschen zu eng. Und am Anfang war die mir ein bisschen zu eng und inzwischen ist sie mir aber schon deutlich zu eng. Aber es tut so weh. Es tut so weh, mich davon zu trennen. Aber eigentlich ist es unlogisch. Ich fühle mich da drin nicht wohl, auch wenn die Farbe so schön ist. Ich sollte einfach gucken, ob ich die eine Größe größer bekomme. Die kommt weg. Auch wenn es weh tut. Dieser Sport-BH hier, den hatte ich online reduziert bekommen. Und leider passt er mir aber nicht richtig.
Der war mir immer ein bisschen zu groß und inzwischen geht es, aber so ein bisschen, ich glaube, der fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, weil irgendwie ziehe ich den sehr selten an und immer eher die anderen. Den packe ich mal auf einen Vielleicht-Stapel. Also es gibt einige Teile, die ich nochmal anprobieren muss. Diese lange Hose hier behalte ich auf jeden Fall, die liebe ich total. Oh, das T-Shirt habe ich auch einfach voll vergessen. Hä, warte mal, dabei fällt mir auf, hier fehlt ein Shirt. Vielleicht taucht das gleich noch auf. Auf jeden Fall ist das hier ein Shirt von Armed Angels, was ich, glaube ich, bei der vorletzten Kampagne bekommen hatte. Hatte ich einmal an und danach habe ich es, um ehrlich zu sein, vergessen. Und das sagt mir, dass ich es nicht brauche, deswegen kommt es weg. Mein Schlafanzug, sehr bequem, behalte ich, aber irgendwie, der ist von H&M, der wird mit jedem Waschen kleiner und ich glaube, bald passt er mir nicht mehr. Mein langes Sportshirt behalte ich auch, davon habe ich auch nur eins. Dann habe ich hier dieses gelbe T-Shirt. Das hatte ich ja bei Humana gekauft für 1 Euro oder so, weil ich daraus eigentlich was anderes nähen wollte. Also ich wollte das einfach nur für den Stoff benutzen. Ich weiß es nicht. Ich muss mir am Ende mal alle meine T-Shirts zusammen angucken. Also kommt das auf einen Vielleicht-Stapel. Und dann habe ich noch eine kurze Leggings von Armed Angels. Die mag ich eigentlich sehr gern, aber irgendwie ziehe ich die gar nicht an. Die hatte ich jetzt auch erst 2-mal an. Ich probiere die nochmal an. Ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, ich mache mit meinen Pullovern weiter. Das nehme ich auch einfach. Ich habe hier einmal diesen cremefarbenen Strickpullover. Den behalte ich. Den gleichen Pullover habe ich auch noch einmal in hellblau. Den behalte ich auch. Und dann habe ich hier dieses grüne Sweatshirt. Behalte ich auch noch. Ich habe den gleichen hier auch noch in gelb. Frag mich nicht, wo der gerade ist. Ich glaube, der liegt drüben im Esszimmer. Den hatte ich nämlich die Tage noch an. Und leider fallen die schon so ein bisschen auseinander. Also ich trage die halt die ganze Zeit und dementsprechend gehen die auch schneller kaputt. Aber wenn diese Pullover kaputt gehen, dann werde ich die auf jeden Fall auseinandernehmen und mir ein Schnittmuster daraus machen, damit ich die mal nachnähen kann. Weil ich finde, der Schnitt ist echt perfekt. Aber bis es soweit ist, trage ich sie auf jeden Fall noch. Ja, den Cardigan hier behalte ich auch auf jeden Fall. Den mag ich auch total gern. Dieses Hemd auch, obwohl ich das jetzt auch in den letzten Monaten irgendwie nur 1 oder 2 Mal angehabt habe. Also irgendwie trage ich das sehr selten. Okay, das waren jetzt die einfachen Sachen. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hilfe! Okay, doch. Also was auf jeden Fall einfach ist, ist dieses Kleid, was ich euch eben schon gezeigt habe. Was, ja, aktuell mein Lieblingskleid ist. Das behalte ich auf jeden Fall. Das gleiche gilt auch für diese anderen beiden, die ich euch auch im Favoritenvideo gezeigt hatte. Das Zitronenkleid und dieses Spitzenkleid, die behalte ich auch. Ich denke, meine Kleider werde ich alle behalten. Ah, außer dieses hier, das hatte ich mir schon vor 2 Wochen oder so zur Seite gelegt. Das hatte ich ja letztes Jahr von Armed Angels, auch richtig, richtig süß. Allerdings ist mir das leider ein bisschen zu groß. Und ich wollte da jetzt noch andere Träger dran nähen, damit mir das besser passt. Aber irgendwie kam ich jetzt über den Sommer nicht dazu und deswegen dachte ich mir, ich habe genug andere Kleider, dann verkaufe ich das. Kann jemand anders damit Freude haben. Ja, deswegen kommt das weg. Und was ebenfalls wegkommt, ist dieser Hut hier von Armed Angels. Ich trage einfach generell sehr, sehr selten irgendwas auf dem Kopf. Ich mag es nicht, wenn irgendwas auf meinem Kopf oder in meinem Gesicht ist. Das Einzige, was ich ganz gerne und auch sehr regelmäßig trage, ist meine Kappe, ebenfalls von Armed Angels. Aber diesen Hut, obwohl ich den sehr, sehr hübsch finde, habe ich irgendwie nicht angezogen. Ich gucke übrigens in den Spiegel, da drüben ist ein Spiegel. Der ist echt süß, aber es ist zu schade dafür, dass er bei mir nur im Schrank liegt. Deswegen sortiere ich den auch raus. Was ich auch auf jeden Fall behalte, ist dieses Cord-Kleid. Das hatte ich jetzt auch noch nicht an. Da freue ich mich aber sehr drauf. Cord liebe ich sowieso für den Herbst. Ist auch, glaube ich, dieses Jahr wieder sehr aktuell. Also was ich in den Schaufenstern gesehen habe, war wieder sehr viel Cord. Was auch bleibt, ist dieser Rock hier. Den gleichen habe ich auch nochmal in blau. Meine anderen beiden Röcke habe ich aber irgendwie gar nicht angezogen. Also diesen rosa hier hatte ich vielleicht 1-2 Mal an. War mir aber irgendwie zu warm. Und dieser Rock hier, den ich ja auch eigentlich so cool fand, aus Leinen, wo ich das Oberteil abgeschnitten habe, eigentlich war das ja ein Kleid, habe ich auch nicht angezogen. Ich glaube, weil ich zu faul war, den zu steamen, weil das immer so knitterig ist. Tue ich auch erstmal auf den Vielleicht-Stapel. Kleider lasse ich jetzt gerade noch liegen. Oh, dann habe ich hier aber eine Sache. Und zwar eine Shorts. Die habe ich auch nur 1-2 Mal angehabt dieses Jahr.
Ich habe dieses Jahr einfach wieder gemerkt, dass ich voll der Kleidertyp bin. Also ich liebe einfach so Kleider, die sich schön fließen und sich bewegen und so. Und so eine Jeans ist halt genau das Gegenteil davon. Also wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt so eine Jeans-Shorts anziehe oder so einen Rock, dann nehme ich eigentlich immer den Rock. Ist es komisch, überhaupt keine Shorts zu besitzen? Irgendwie hatte ich die letzten Jahre immer noch so ein oder zwei Jeans-Shorts, weil ich dachte, wenn ich sie dann doch mal anziehen will, dann muss ich ja eine da haben. Aber irgendwie habe ich mich nie so hundertprozentig wohlgefühlt. Also ich finde die total schön, passt mir auch gut, aber ich mag Röcke und Kleider einfach viel lieber. Ich glaube, ich werde die aussortieren. Aber dann habe ich gar keine Jeans-Shorts mehr. Dann habe ich nur noch Leggings-Shorts, die ich aber auch sehr gerne im Sommer anziehe, obwohl das auch oft zu warm ist. Ich sollte mich an meine eigenen Tipps halten. Ich möchte nur Lieblingskleidung in meinem Kleiderschrank. Ich glaube, jemand anders wird damit mehr Freude haben. Ich sortiere sie aus. Ja, was aber meine Lieblingsteile sind, sind diese Leggings hier. Nach denen werde ich auch so oft von euch gefragt. Also alle meine Leggings sind von Lululemon. Die sind einfach so weich und bequem und halten auch sehr, sehr lange. Also die Qualität ist richtig gut. Für den Frühling, Sommer habe ich dann diese drei Farben. Kann man das überhaupt irgendwie erkennen? Grün, rosa und blau. Jetzt gerade habe ich eine von meinen Sporthosen an. Die behalte ich auch auf jeden Fall. Müsste ich mal wieder mit dem Fusselrasierer drüber gehen, sehe ich gerade. Die sind schon ein bisschen abgepeelt. Und die eine hier, das ist mir jetzt echt zum ersten Mal passiert, ist tatsächlich jetzt an der Naht ein bisschen kaputt gegangen. Also da ist nichts gerissen oder so. Ich bin vielleicht irgendwo hängen geblieben. Auf jeden Fall öffnet sich die Naht. Die muss ich auf jeden Fall zum Schneider bringen, dass er mir die repariert. Stehen wir das? Geht ganz fix mit der richtigen Nähmaschine. Mit meiner geht es leider nicht, deswegen kann ich das nicht selber machen. Okay, ich nehme einfach mal was von hier. Ich habe hier diese zwei BHs von Organic Basics. Ich weiß gar nicht, wieso ich die für den Sommer weggepackt habe. Das kann man ja auch super als Shirt im Sommer einfach tragen. Aber ich habe es total vergessen und um ehrlich zu sein auch nicht vermisst. Deswegen tue ich den auch weg. Okay, ich brauche eine Pause. Chai-Latte-Pause. Ich muss sagen, wenn ich mir jetzt so meine ganzen Kleider angucke, finde ich die alle wirklich sehr, sehr schön. Also ich finde auch die Farben sehr schön, die Muster. Wenn ich das mit meinen alten Aussortiervideos vergleiche, also ich gucke da immer mal wieder ganz gerne rein, dann ist das einfach komplett unterschiedlich. Ich trage einfach so gut wie gar nichts Dunkles mehr. Eine schwarze Jeans und einen schwarzen Kimono. Ansonsten trage ich einfach nur noch helle Teile und das macht mich so fröhlich, wenn ich jeden Tag in den Kleiderschrank gucke. Ja, finde ich richtig schön. Auch die Teile, die ich aussortiere, finde ich alle total schön. Also ich denke, ich habe über die letzten Jahre schon so ganz gut meinen Stil gefunden und was mir irgendwie gefällt. Weiter geht's. Ich versuche es schnell durchzubekommen. Ich möchte nämlich heute auch noch die Capsule Wardrobe dann machen. Ich schiebe mal meinen Behaltenstapel ein bisschen auf Seite. Und hier sind noch die Teile, die ich schon aussortiert hatte. Ich weiß gerade nicht, ob ich euch die schon mal gezeigt habe. Und zwar hatte ich hier einmal eine Hose von Armed Angels. Das ist eine sehr, sehr schöne rosa Stoffhose, die ich aber auch vielleicht einmal angehabt habe. Dann habe ich hier eine ebenfalls eine Jeans-Shorts, die mir ein bisschen zu klein ist. Ein T-Shirt von Organic Basics aus Tencel. Sehr, sehr schöner Stoff. Allerdings trage ich einfach ja, nicht so gerne T-Shirts. Und dieses Kleid hier, dieses schöne rote Samtkleid, das habe ich auch aussortiert. Das war mir einfach zu warm. Ja, doch, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Dann haben wir dieses Kleid hier. Das habe ich weggetan, weil das ja für mich so ein Feiertagskleid ist, einfach mit so Glitzer. Das Glitzerkleid behalte ich, denke ich. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob es mir wirklich passt. Deswegen kommt es auf den Vielleicht-Stapel. Ich habe nämlich die Tage, und jetzt kommen wir zu diesem Jeans-Stapel, und ich habe die Tage herausgefunden, dass ich anscheinend zugenommen habe, denn meine Lieblingsjeans passt mir nicht mehr. Ich sehe das auf jeden Fall als Gewinn, denn ich gehe ja, wie gesagt, sehr regelmäßig ins Fitnessstudio und ich glaube, ich habe über die letzten Monate an Muskelmasse zugelegt. Ja, und das führt halt auch dazu, dass Sachen nicht mehr passen. Und meine geliebte weiße Mom-Jeans passt mir nicht mehr. Ich krieg sie noch zu, aber es fühlt sich an, als würden meine Oberschenkel die Hose sprengen. Deswegen kommt sie weg.
Die anderen Hosen passen mir aber erstaunlicherweise noch. Oder es ist gar nicht so erstaunlich, weil diese zwei Skinny Jeans sind halt mit Stretch und die ist ohne Stretch. Und ja, die passen mir noch. Deswegen werde ich die, denke ich, auch behalten. Wobei ich sie letztes Jahr auch nicht so oft angezogen habe. Ja, aber die beiden behalte ich. Und diese Jeans hier hatte ich eigentlich schon aussortiert, aber als ich letztens meine Jeans nochmal anprobiert habe, habe ich die dann wieder rausgeholt, weil ich sie doch echt cool finde. Und jetzt gerade bin ich wieder am Überlegen, ob ich sie nicht doch wegtue, weil ich, wie gesagt, halt nicht so oft Jeans trage. Ah, ist das schwierig. Ich weiß auch nie, wie ich die kombinieren soll. Das ist halt so eine ganz weite. Ich ziehe die nochmal an. Die kommt auf den Vielleicht-Stapel. Was meinst du? Oh, warte, ich brauche eine Pause. Das da soll weg? Nein. Hier habe ich dann meine drei Winterleggings. Rosa, Türkis und Blau. Die behalte ich alle. Gar keine Frage. Und so langsam komme ich wirklich an den Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Thermoleggings behalte ich auch. Das ist ja noch ganz einfach. Meine Mützen behalte ich auch. Da habe ich einmal nur diese rosane und die hier, die ich selbst gehäkelt habe letztes Jahr. Ich bin auch gerade wieder an der Mütze dran. Ich habe gerade wieder angefangen zu häkeln. Irgendwie mache ich immer so viele Sachen gleichzeitig. Ja, meinen Schal behalte ich auch. Cardigan, den ich gerade anhat, behalte ich natürlich auch. Und meine Sportjacke für den Winter behalte ich ebenfalls. Jetzt haben wir noch diesen kleinen Stapel hier. Das sollte doch zu schaffen sein. Ein paar einfache Teile sind noch dabei. Das hier habe ich auch letztens auf dem Flohmarkt gekauft. Trage ich auch sehr gerne. Hatte ich jetzt schon oft an. Der neue Body von Organic Basics bleibt auch auf jeden Fall. Mag ich auch sehr gern. Allerdings werde ich den unten noch öffnen und da Druckknöpfe ranmachen. Der hat nämlich keine Öffnung. Das finde ich immer ein bisschen unpraktisch. Bei meinen Tops muss ich einiges nochmal anprobieren. Das hier ist mir einmal eingelaufen. Ich glaube, das ist mir zu klein. Das ist mir, glaube ich, auch inzwischen zu klein. Und ich fürchte, dieses Corsage-Top hier, was ich ja auch sehr, sehr gerne mag, ist mir auch zu klein geworden. Die Bluse hier behalte ich. Dieses Häkeltop behalte ich. Wieso fällt es mir so schwer, mich in die nächste Saison hinein zu versetzen? Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich so warme Klamotten anziehen werde. Nächste Woche wird es schon ganz anders aussehen. Bei den Tops bin ich jetzt halt so am Hin und Her überlegen. Ich finde die alle schön, die ich hier habe. Wobei dieses hier mir, glaube ich, auch zu klein geworden ist. Aber ich habe noch so viel schönen Stoff, um Tops zu nähen. Und so viele brauche ich dann halt nicht. Ich habe die letzten Monate eigentlich gar nicht angezogen, da ich, wie gesagt, am liebsten Kleider trage. Allerdings auch Röcke, aber die meisten davon passen nicht zu den Röcken, die ich habe. Und deswegen würde ich sie eigentlich nicht vermissen, wenn ich sie aussortiere. Das Ding ist halt, seit ich jetzt dieses neue Top von Organic Basics habe und das sitzt einfach perfekt und eigentlich möchte ich jetzt nur noch Tops, die genau so sitzen. Es ist einfach so bequem und ich finde den Schnitt so schön und es passt sich meiner Figur einfach so perfekt an und es ist jetzt komisch, dass ich jetzt nur noch dieses Top tragen möchte. Irgendwie ist es bei mir immer so. Ich muss sie alle nochmal anprobieren. Und dann habe ich hier diese zwei Armed Angels Stricktops, die ich auch sehr, sehr schön finde und das sind auch vor allem so richtig hochwertige Teile. Eine Zeit lang habe ich die super gern getragen. Ich weiß noch, dieses Grüne hier, das habe ich am Anfang auch so jeden Tag getragen. Das war dann auch so ein Top, was ich einfach nur noch anziehen wollte. Aber irgendwie habe ich mich in letzter Zeit nicht mehr wohl da drin gefühlt. Und deswegen habe ich die gar nicht mehr angezogen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die stehen mir nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht. Ich werde sie noch einmal anprobieren. Aber irgendwie glaube ich, ich sollte sie aussortieren. Nur das ist auch sowas. Dieses Top war schon teuer. Irgendwie tut es auch weh, das auszusortieren. Aber eigentlich tut es noch mehr weh, das immer wieder im Kleiderschrank zu sehen und es nicht anzuziehen. T-Shirts und Jogginghose ebenfalls anprobieren. Ich habe die Vermutung, dass die Jogginghose mir auch nicht mehr passt, da die auch schon immer ein kleines bisschen zu eng war. Dieses Jeanskleid behalte ich. Ich fürchte, alle anderen Kleider werde ich noch einmal anprobieren. Wir machen heute das große Anprobieren. So, der erste Zwischenstand. Das sind die Sachen, die ich behalten werde. Diese hier auch, das sind die, die in der Wäsche sind. Das hier sind die Sachen, die ich jetzt nochmal anprobieren werde. Und das hier sind die Sachen, die auf jeden Fall wegkommen. Wir starten mit den Tops. Also das hier ist eins meiner Lieblingstops. Und eigentlich wäre ich schon zufrieden, wenn ich fünfmal dieses Top hätte und es einfach jeden Tag anziehen könnte. Von daher orientiere ich mich an diesem Top. Top Nummer 1. Was sagt ihr?
Ich finde es schön. Also das ist halt immer. Das ist halt immer das Ding. Wenn ich das anprobiere, finde ich es schön. Aber irgendwie ziehe ich es nicht an. Und deswegen denke ich, ich sollte es aussortieren. Wieso ziehe ich das nie an? Gleiche Geschichte nochmal in grün. Finde ich ebenfalls sehr schön. Das ist fast die gleiche Farbe wie meine Hose. Top mit Schleife auf dem Rücken. Ich glaube, es ist zu eng. Oder ist es der BH drunter, der zu eng ist? Der ist irgendwie auch zu eng. Ich tue es weg. Hier sind noch einige Teile dabei, die ich noch recht neu habe, wie dieses hier. Das hatte ich euch ja auch in einem Haul, glaube ich, gezeigt. Und ich finde es auch echt schön, nur dieses Band hier unten ist viel zu eng. Könnte ich das irgendwie davon trennen? Mein Freund schreibt mir gerade, dass er heute auch aussortieren möchte. Heute ist wohl mein Geburtstag. Bei diesem Top muss ich sagen, ich glaube, das war mir schon immer zu klein. Das hat hier so einen Bereich, nämlich diesen hier, wo der Stoff doppelt ist, damit das nicht durchsichtig ist. Und dafür muss ich meine Brust immer so rüberschieben, damit es nicht hier durchguckt. Ja. Aber das finde ich immer noch sehr schön. Mit einem BH drunter oder vielleicht könnte ich hier auch noch eine zweite Lage Stoff hinmachen. Dann geht es voll. Bei dem hier frage ich mich immer, wie weit soll es eng sein? Weil es ja auch so ein Corsagentop ist. Und wie weit ist es mir einfach zu klein? Ich finde es voll schön, aber ich glaube, eine Nummer größer wäre schon nice. Ich behalte es, aber ich gucke mich nach einem größeren um. Ich habe jetzt gerade sehr, sehr viele Sachen anprobiert. Jetzt gerade habe ich diese weit geschnittene Jeans an. Und ich habe auch gerade meine beiden Skinny Jeans nochmal anprobiert. Und um ehrlich zu sein, sind die auch hart an der Grenze. Also eigentlich sind die mir schon ein bisschen zu eng. Von den Beinen her geht's, aber wenn ich mich hinsetze, dann drückt es halt so voll in den Bauch rein. Ich finde, das ist immer so ein Problem bei High-Waist Jeans. Wenn die halt an der Taille gut sitzen, dann sind die bei mir halt meistens, wenn ich mich hinsitze, nicht mehr so gut. Ja, und deswegen sind diese beiden jetzt auch so ein bisschen Wackelkandidaten. Aber ich glaube, ich werde sie erstmal noch in meinem Schrank lassen und erstmal gucken, wenn es dann soweit ist, wenn es kälter ist, ob ich mich da drin wohlfühle. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade die weite Hose an und von all meinen Jeans, die ich jetzt gerade besitze, passt die mir hier auf jeden Fall am besten. Also rein von der Passform her sollte ich jetzt eigentlich diese Hose hier behalten und die anderen beiden aussortieren, obwohl ich es eigentlich andersrum vorhatte. Ich weiß nicht so wirklich. Mit den Shirts bin ich jetzt auf jeden Fall durch, außer die zwei Strickshirts. Da bin ich immer noch am Hin und Her überlegen. Und jetzt probiere ich noch die Kleider an. Und wegen den Hosen muss ich auch noch überlegen. Das ist die Jeans. Ich finde die eigentlich richtig cool. Ich habe mich umentschieden. Ich bin jetzt eine halbe Stunde hier in den Hosen rumgelaufen, habe gerade noch zum Mittag gegessen. Und ich werde sie aussortieren. Ich glaube, ich werde alle Jeans, die ich jetzt gerade habe, aussortieren. Also die zwei kurzen und hier die zwei Skinny Jeans. Die weite Hose, die ich jetzt gerade noch anhab, bei der bin ich noch am Überlegen. Ich finde die sehr, sehr schön und es tut mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen weh. Aber ich glaube, ich hätte die letztes Jahr schon eine oder zwei Nummern größer kaufen sollen. Das Problem, was ich halt mit Hosen immer habe, ist, dass meine Taille und meine Hüfte verschiedene Größen haben. Und diese Hosen habe ich so gekauft, dass halt an der Taille keine Lücke ist, so zwischen meinem Körper und der Jeans, dass das halt nicht absteht. Und im Stehen passen sie noch sehr gut, aber im Sitzen halt nicht mehr. Und ich sitze halt auch oft. Und letztes Jahr war es auch immer so, dass ich beim Essen dann immer den Knopf von der Hose aufgemacht habe oder auch den Reißverschluss aufgemacht habe, also zu Hause. Um ehrlich zu sein, auch draußen, wenn ich ein langes Shirt an hatte. Und ich finde, so sollte Kleidung nicht sein. Kleidung sollte bequem sein und ich möchte mich nicht meinen Hosen anpassen, weil sie einfach wehtun, wenn ich ganz normal lebe einfach. Ja, so sollte das nicht sein. Deswegen, obwohl ich sie sehr, sehr schön finde, werde ich sie aussortieren. So sieht die lange Hose jetzt mal in einem Outfit gestylt aus. Ich finde es eigentlich echt cool. Natürlich so voll bauchfrei, ist jetzt nur noch für die wärmeren Tage geeignet. Die behalte ich. Kleidung, die passt, ist so viel besser. Ich habe es fast geschafft. Ich bin jetzt gerade die Kleider am Anprobieren. Das wird auch irgendwie immer enger. Es geht gerade noch so. Es ist ein bisschen kurz, aber ist noch okay. Eine traurige Nachricht. Dieses Kleid, was ich total liebe, ist mir auch zu klein geworden. Ich habe es diesen Sommer überhaupt nicht angehabt, weil es hier oben
einfach sehr eng ist. Also untenrum ist alles gut, der Rock und so passt. Nur hier an der Brust ist es zu eng. Aber ich glaube, ich kann mich noch nicht davon trennen. Ich hätte auch voll Lust, so ein Kleid in diesem Stil selber zu nähen mit einem anderen Stoff. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer, wenn man das passende Schnittmuster dafür hat. Vielleicht könnte ich das zu einem trägerlosen Kleid machen. Ja, dann wäre es nicht mehr zu eng. Ich glaube, die Träger sind mir nur ein bisschen zu kurz. So wird's gehen. Ich möchte es auf jeden Fall noch nicht wegtun, weil ich mag das Kleid echt richtig gern. Ich habe es geschafft. Ich bin den Riesenstapel komplett durchgegangen. Das hier sind jetzt die Sachen, die ich behalten werde und das hier sind die Sachen, die wegkommen. Ich habe mich jetzt entschieden, dieses karierte Kleid hier doch wegzutun, obwohl ich das sehr schön finde, weil es mir einfach ein bisschen zu kurz ist und wenn ich dann damit draußen unterwegs bin, dann muss ich ständig so daran rumziehen, das immer wieder runterziehen und das finde ich immer so ein bisschen nervig. Deswegen tue ich das jetzt weg. Ja, und dann zeige ich euch einfach mal, was ich heute alles aussortiert habe. Also dieses Kleid, dann die eine kurze Leggings und auch diesen Rock hier. Hatte ich beide, glaube ich, nur einmal an und da habe ich einfach viele andere Teile, die ich lieber trage. Deswegen bringt es mir nichts, die aufzuheben. Dann dieses Kleid hier, das hatte ich ja letztes Jahr an Weihnachten oder Silvester an, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich das bei Selby gekauft und es war mir auch schon ein bisschen zu klein und das ist mir auch zu kurz. Diesen BH hier tue ich weg, den brauche ich einfach nicht mehr, der ist mir auch ein bisschen zu klein. Das Top hier habe ich auch einfach jetzt ewig nicht mehr angezogen. Dann haben wir die Jeanshosen, hier einmal die lange weiße Myra Jeans und dann noch die zwei Skinny Jeans von Armed Angels. Sind mir alle zu klein. Das gleiche gilt auch für die Jogginghose, die ist mir auch zu klein geworden. Dieses T-Shirt hier habe ich lange getragen, aber habe ich mich jetzt auch so dran satt gesehen und es ist auch irgendwie immer enger geworden. Und dieses Top hier habe ich erst vor kurzem auf dem Flohmarkt gekauft, aber irgendwie war das doch so ein bisschen Fehlkauf. Auf dem Flohmarkt kann ich auch nicht so richtig anprobieren, da gibt es keinen Spiegel und so. Da, ja, nehme ich manchmal was mit, was am Ende dann doch nicht so mein Fall ist. Dieser Body hier kommt weg und dieses Top ebenfalls. Dann das hier hatte ich euch ja vorher schon gezeigt, dieses rote Samtkleid, das T-Shirt, eine Shorts und noch eine lange Hose. Also das waren Sachen, die ich eh schon aussortiert hatte und dazu kommt dann noch dieser BH hier von Organic Basics, dann meine Shorts von Armed Angels, dann dieser Hut, dieses schöne Sommerkleid, ein T-Shirt und noch eine kurze Leggings. Ja. Das ist eine ganze Menge, die ich heute aussortiert habe. Bevor ich euch jetzt gleich noch sortiert zeige, was ich behalte, zeige ich euch auch noch das hier. Die zwei Tops liegen hier immer noch. Über die muss ich immer noch nachdenken. Also das ist jetzt das Einzige, um das ich mich jetzt nicht kümmere. Ich glaube, die packe ich einfach mal auf Seite in eine Kiste und gucke, ob ich die vermisse. Das ist ja so meine Notfalltechnik. Und wenn ich die in ein paar Wochen dann noch nicht vermisst habe, dann tue ich sie weg. Gut, und den Behaltenstapel, den sortiere ich jetzt nochmal nach Kategorien. Also, das sind jetzt alle Klamotten, die noch übrig sind. Starten wir mal hier drüben. Ich habe insgesamt 6 Pullover und Cardigans. Ein Pullover ist in der Wäsche und ein Cardigan liegt hier drüben, den ich eben anhatte. Dann habe ich 4 Hemden und Blusen. 3 Röcke, 12 oder 13 Tops, ich bin mir gerade nicht sicher, ob jetzt 3 in der Wäsche waren oder nur 2, und ein T-Shirt. Das hier sind dann meine langen Hosen. Da habe ich 3 dicke Leggings für den Winter, 3 dünnere für Frühling und Sommer und eine Jeanshose. Als nächstes 2 Stapel Kleider, also das ist auf jeden Fall die Gruppe, wo ich am meisten habe. Auf dieser Seite hier sind es 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Insgesamt 15 Kleider. Und das sind so meine Hauptklamotten. Und hier hinten sind dann noch ein paar Sportsachen. Insgesamt 5 Sport-BHs, 2 kurze Hosen, ein langes Shirt, 2 lange Hosen, eine habe ich ja gerade an, und dann noch einen Schlafanzug. Dann noch eine dicke Sportjacke und hier ein Schal und 2 Mützen. Und aus dem werde ich mir jetzt eine Capsule Wardrobe für den Herbst machen. Aber das kommt in einem extra Video. Und das war's dann auch schon für das heutige Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Die meisten von den aussortierten Sachen werde ich auf jeden Fall auch auf Vinted hochladen. Und mein Profil ist auch unten in der Infobox verlinkt, da auch immer ganz viele nachfragen. Ihr könnt mir da einfach folgen, dann seht ihr immer direkt, wenn ich neue Teile hochlade. Das gleiche gilt natürlich auch für YouTube. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!